Und damit hallo und herzlich willkommen zu diesem Infovideo über das neue Late Cretaceous Pack oder das späte Kreidezeitpaket und auch das kostenlose Update 4, was gleichzeitig mit dem neuen DLC rauskommen wird. Und zwar kommt das Ganze erstmal am 15. September raus, also das ist erstmal die erste Info, die wir hier bekommen. Ist also nicht mehr lange. Heute haben wir, wo ich es aufnehme, den 13. Das heißt morgen schon. Also wenn ihr das seht, dann morgen kommt schon das neue DLC raus und auch das kostenlose Update. Und das wird 7,99 € kosten. Also ist auch noch relativ vertretbar. Wir bekommen insgesamt 4 neue Spezies. Unter anderem diesen schönen Flugsaurier. Den Barbaridactylus. Habe ich so noch nie gehört. Der hat auf jeden Fall eine sehr interessante Kopfform. Zu allem einmal so ein Sichelschnabel so ein bisschen. Also der Schnabel geht so in diesen langen Kopfkamm über. Auch ein sehr interessanter Skin. Der sieht echt cool aus von der Maserung. Da bin ich mal gespannt. Gerade auf die Animation bin ich da mal gespannt bei Flugsauriern. Die sind immer sehr, sehr spannend meistens. Und als nächstes haben wir einen Sauropoden. Einen sehr, sehr großen Sauropoden mit einem sehr, sehr dicken Hals. Den Alamosaurus. Habe ich auch noch nie gehört. Der sieht ja so breit aus vom Hals. Schön krass. Und dann diese Stacheln hier sehen auch sehr cool aus. Man hat auch schon einen sehr guten Größenvergleich hier im Gegensatz zu dem Jeep. Also das ist echt kein kleiner Sauropode. Ich schätze mal, der ist ein bisschen kleiner von der Höhe als der Brachio. Aber das kann ich nicht ganz genau sagen. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr groß aus und halt auch sehr mächtig, dadurch, dass der halt so einen dicken Hals hat. Finde ich optisch aber auch echt cool. Also diese ganzen Stacheln und Platten hier oder was das sind, das sieht schon nice aus. Und dann haben wir als nächstes den Australovenator. Ich würde sagen, das ist so ein mittelgroßer Fleischfresser, der auch sehr viele kleine spitze Zähne hat und sehr interessant aussieht. Also laut dem Text soll er sehr agil sein. Das heißt, er wird wahrscheinlich ein sehr schneller und präziser Jäger sein. Hat dann auch bestimmt sehr coole Animationen, wenn er kleinere oder mittelgroße Pflanzenfresser erlegt. Und auch gerade den Skin finde ich richtig cool mit diesem knalligen Rot, den blauen, blau-weißen Streifen, kann man sagen, oder Punkten oder Flecken, was auch immer. Und auch wieder sehr hochauflösend, diese ganzen Schuppen, die man hier sieht. Und zu guter Letzt haben wir auch noch einen neuen Wassersaurier, nämlich den Styxosaurus oder Styxosaurus. Den finde ich optisch auch echt cool. Sieht so ein bisschen aus, wenn man hier diesen Teil abschneiden will und nur den Kopf sieht, wie eine Moräne oder so. So rein optisch und hier vorne beim Maul auch. Und dann hinten ist dann halt so ein klassischer, ja, ich sag mal Elasmosaurus oder Plesiosaurus Körper. Auch coole Skins. Also der hier mit dem Grün sieht auch nice aus. Und vor allem leuchtet das auch im Dunkeln, diese grünen Streifen. Das kann ich euch auch mal eben zeigen. Hier seht ihr das dann, wie diese grünen Streifen leuchten. Also es gibt dann da auch ein paar Lux-Skins, also solche leuchtenden Skins. Ist dann unter Wasser natürlich besonders cool, wenn die dann leuchten. Auf den bin ich dann auch super gespannt. Gerade auch, was der dann so erlegen kann und von was der erlegt wird. Das ist ja im Wasser meistens so eine Größensache. Das heißt, je nachdem wie groß der ist, dementsprechend wird er dann wahrscheinlich die anderen Wassersaurier auch töten können oder halt nicht. Der gefällt mir aber auch richtig gut. Gerade der Kopf sieht super interessant aus. Das ist mal was ganz anderes. Und das waren schon die 4 neuen Dinosaurier, Flugsaurier und Wassersaurier, die durch das neue DLC ins Spiel kommen. Optisch finde ich alle schon mal sehr, sehr interessant. Die gefallen mir echt gut. Aber bei mir kommt es meistens dann hauptsächlich auf die Animation an, muss ich sagen. Also das werden wir dann erst später sehen. Ob sich diese 4 dann lohnen und ob die richtig cool sind oder halt nicht. Ich werde euch die auf jeden Fall dann zeigen, wenn es soweit ist, die Animation. Aber dann kommen wir jetzt auch noch zu dem kostenlosen Update 4, was alle Spieler bekommen. Also auch wenn ihr euch nicht das DLC kauft, bekommt ihr diese Inhalte, die ich euch jetzt vorstellen werde. Da haben wir als allererstes neue Lagunen-Dekorationen oder halt Anpassungsmöglichkeiten. Das seht ihr hier schon ganz gut auf dem Bild. Also da sind jetzt schon so einige Deko-Objekte, so Korallen und Brunnen und sowas. Also das sind zum Beispiel hier Wanddeko und auch Pflanzen sieht man hier auch. Hier kann man also auch schon sehen. Also man kann auf dem Boden Sachen platzieren und an den Lagunenwänden, so steht es zumindest im Text. Also ich denke mal, dann solche Sachen werden an die Wände kommen. Diese kleinen Dinger hier sehen zumindest aus. Ich weiß nicht genau, was es ist. Das hier sieht aus wie so ein Springbrunnen oder so. Das sieht aus wie Pflanzen. Und ich denke mal, solche Sachen kommen dann an die Wände und diese Sachen hier kommen dann alle auf den Boden. Halt Korallen und solche Felsen und sowas. Hier könnt ihr es auch nochmal sehen. Also es gibt wirklich Fontänen, dann Käfige gibt es, Steine, Korallen und auch noch weitere dekorative Items. Also dann haben wir schon mal so einen groben Überblick, was es dann alles genau geben wird.
Das sieht tatsächlich auch so ein bisschen nach Licht aus hier. Diese zwei Dinger. Wäre natürlich auch cool, wenn das dann unter Wasser so ein bisschen beleuchtet ist. Würde ich auch nicht schlecht finden. Es kommt übrigens auch noch dazu, dass die Lagune, also das Wasser da ein bisschen klarer wird. Das heißt, man kann dann auch besser die Wassersaurier im Becken schwimmen sehen. Das war ja immer so ein kleines Problem, dass es sehr, wie sagt man denn, trüb war, das Wasser. Und auch das Glas von den Beobachtungsgalerien wird klarer. Also da kann man besser durchgucken. Das macht es dann viel, viel einfacher, die Wassersaurier auch endlich mal im Wasser dann zu sehen. Und was auch noch echt praktisch ist, man kann jetzt auch die Kamera, wenn man im Spiel ist, in das Lagunenwasser bewegen. Das ging ja vorher nur, wenn man in diesem Fotomodus war. Dann konnte man da reinfliegen, ansonsten konnte man da nicht rein. Jetzt kann man auch so in die Lagune hineinblicken und einfach reinfahren mit der Kamera. Und als nächstes haben wir einige Verhaltensänderungen. Das ist hier der Punkt. Denn es ist jetzt so, dass Flugsaurier auch Hubschrauber angreifen können. Das heißt, wenn die aus ihrem Aviarium ausbrechen, können die auch die Ranger-Teams aus der Luft angreifen. Hier in dem Steam-Artikel könnt ihr das sogar sehen. Da ist ein kleines GIF eingefügt worden. Sieht interessant aus. Also das ist jetzt ein Pteranodon in dem Fall. Der springt hier hinten richtig schön an den Rotor. Und die Helikopter sollen dann auch kaputt gehen, wenn sie halt oft genug angegriffen wurden. Oder ich schätze mal bei so einem Quetzal oder so. Der kann die bestimmt one-shotten, so groß wie der ist. Aber das ist bestimmt dann echt interessant, weil die müssten dann ja auch abstürzen, wenn sie kaputt sind. So stelle ich mir das zumindest vor. Also das finde ich schon mal super interessant. Also da bin ich mega gespannt drauf, auf die Animation. Und es scheint ja auch so, dass alle Flugsaurier das dann machen können. Zumindest mittelgroße. Also ich weiß jetzt nicht, wie es bei dem Tapijara oder beim Dimorphodon ist, ob die zu klein sind oder nicht. Das werden wir dann alles rausfinden. Und auch Wassersaurier bekommen eine neue Animation. Denn wenn diese unglücklich sind, dann ist ja vorher nichts passiert. Aber jetzt ist es so, wenn die zum Beispiel zu wenig Platz haben oder irgendwas fehlt oder irgendwie Kohabilitationsprobleme vorhanden sind, dann können die jetzt gegen die Lagunenwände schwimmen und diese angreifen. Und im schlimmsten Fall können die sich dabei dann verletzen. Das heißt, Wassersaurier sind jetzt auch nicht mehr das Allerchilligste. Das war ja immer sehr, sehr praktisch. Zum Beispiel bei Herausforderungsmodus oder so hat man einfach Wassersaurier gemacht, wenn Stürme oder sowas kamen. Die waren nie unglücklich, die haben nie Faxen oder sowas gemacht. Das ändert sich halt jetzt so ein bisschen, dass die halt auch halt die Wände angreifen und sich verletzen, wenn sie unzufrieden sind. Und dann sind wir auch schon direkt wieder bei so dem tollen Wort Kohabilitationspräferenzen. Okay, also es ändern sich auf jeden Fall einige Vorlieben für einige Dinosaurier. Da will ich jetzt nicht auf alles eingehen. Hier steht zum Beispiel, dass sich jetzt Hadrosaurier und Ceratopside, das heißt zum Beispiel Edmontosaurus und Triceratops, die haben sich zweimal schon verstanden, aber da wird auch irgendwie was überarbeitet. Ich weiß jetzt nicht genau, welche Dinosaurier das sind, das steht jetzt auch nicht da, aber es wird auch alles ein bisschen angepasst. Also hier hat man zum Beispiel dann auch noch Ceratopsids, also zum Beispiel Triceratops, kann sich jetzt auch verstehen mit einem anderen Ceratopsid. Also zum Beispiel, wenn du Triceratops und Pentaceratops in ein Gehege hast, können die sich jetzt auch verstehen. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein gutes Beispiel war, aber ja, so ist es auf jeden Fall gemeint. Es wird sich auf jeden Fall ein bisschen anpassen und ändern. Das müssen wir dann auch gucken, wenn es soweit ist. Ist aber auch nicht schlecht, ne? Also solche Änderungen, die dann auch Sinn machen, finde ich immer ganz gut. Hier steht jetzt auch nochmal, dass es auch nochmal Besonderheiten gibt. Also dieses Beispiel, was ich gerade gesagt habe, das kann halt auch sein, dass es nicht funktioniert. Das war jetzt nur, damit ihr ungefähr wisst, welche Saurier mit diesen Klassen hier gemeint sind. Außerdem bekommen wir auch noch neue Dekorationen für einige Gebäude. Hier steht jetzt zum Beispiel das Attraktionsgebäude drin und das Amenity, was ist das auf Deutsch? Ich hatte es mir vorhin schon übersetzt. Annehmlichkeiten heißt es. Ich weiß nicht genau, welche Gebäude damit gemeint sind. Also ich gehe davon aus, dass es auf jeden Fall hier mit dieses Kino- oder Bowlinggebäude gemeint ist. Und ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall ein paar mehr Gebäude bekommen noch mehr Anpassungsmöglichkeiten. Hier haben wir unter anderem neue Pflanzentöpfe oder so Pflanzen, die man an den Seiten platzieren kann. Oder Fontänen. Also es sind halt diese Deko-Sachen, die man halt außen platzieren kann, diese Auswahlmöglichkeiten. Da kriegen wir noch ein paar mehr dazu. Und man bekommt jetzt auch noch einen neuen Menüpunkt, wo man die Lichter einstellen kann. Das heißt, wenn man Lichter im Park platziert, kann man auf diesen Menüpunkt gehen und dort kann man dann die Farbe des Lichts anpassen. Das ist echt praktisch. Das heißt, man kann dann auch im Nachhinein, wenn man schon alle Lichter platziert hat, noch auswählen, alle Lichter sollen ein bisschen weißer sein oder ein bisschen gelber oder grün oder welche Farbe auch immer. Also scheint hier wirklich dann schnell und einfach zu gehen. Finde ich auch immer sehr, sehr gut. Ah, okay. Und das Spiel wird auch automatisch auf Nacht umspringen, wenn man das halt gerade ändert und anpasst, damit man das auch direkt sieht.
Bei dem nächsten Punkt bin ich mir ein bisschen unsicher, muss ich sagen, was damit gemeint ist. Postcards and Stamps. Aber ich glaube, damit ist gemeint, also in diesem Capture-Mode, in diesem Kameramodus, den man einstellen kann, da gibt es 6 neue Postcard-Overlays und 4 neue Stempel-Overlays. Also das sind dann wahrscheinlich einfach solche Rahmen, die man einfügen kann. Also ich glaube, diese Stamp-Overlays, das waren zum Beispiel die, wo dann man einfach zum Beispiel das Jurassic Park-Logo oben rechts hatte. Ich glaube, davon kommen halt 4 neue ins Spiel. Und Postcard-Overlays hört sich halt so an, als wenn das noch ein bisschen mehr ist als nur dieses runde Logo auf der Seite. Da müssen wir uns dann auch mal überraschen. Also ich glaube, das sind einfach solche Overlays, die man drüberlegen kann, um halt den Ganzen nochmal ein bisschen, ja, das ein bisschen individueller zu machen. Ist für mich persönlich jetzt nicht so interessant, aber ja, vielleicht für den einen oder anderen von euch. Falls ich es falsch verstanden habe, dann korrigiert mich gerne unten in den Kommentaren, aber so lese ich das hier zumindest raus. Und zu guter Letzt haben wir auch noch einige zusätzliche Sandbox-Settings. Da haben wir erstmal eine Menüverbesserung, also bessere Übersicht. Das könnt ihr hier schon ganz gut sehen. Also wenn man zum Beispiel so eine Sandkastenmodus-Karte startet, hat man hier halt ein bisschen besser das Ganze jetzt aufgeteilt. Dann kann man das alles ein bisschen besser einstellen. Außerdem wurde es jetzt verbessert mit dem Gene-Editieren. Also wenn man die Dinosaurier-Gene anpassen möchte, konnte man vorher nicht ins Negative gehen. So als Beispiel jetzt mal, man hat den Punkt Aggressivität oder Gutmütigkeit. Da konnte man die Dinosaurier immer nur gutmütiger machen und nicht aggressiver. Und jetzt kann man halt auch in die negative Richtung gehen. Das ist auch sehr, sehr praktisch, muss ich sagen. Gerade für mich, wenn ich dann irgendwie mal will, dass zum Beispiel ein Triceratops gegen den Indoraptor gewinnt. Dann kann ich halt den Triceratops noch viel stärker machen und den Indoraptor jetzt auch viel schwächer. Das ging vorher nicht. Vorher konnte man halt nichts schwächer machen, sondern nur stärker und besser. Und jetzt kann man es halt auch verschlechtern. Und außerdem kann man auch so viel verbessern und verschlechtern, wie man möchte. Das ging vorher auch nicht. Man konnte halt immer nur ein bisschen, also eine bestimmte Anzahl an Punkten in diese Gene reinstecken. Jetzt hat man wirklich die freien Möglichkeiten bei dieser Gengestaltung. Außerdem gibt es auch noch neue Kohabilitationseinstellungen. Die kann man jetzt auf normal einstellen. Dann ist es halt so, wie es standardmäßig beim Dinosaurier ist. Zum Beispiel der Triceratops mag die Dinos nicht und mag diese Dinos. Und das bleibt dann normal. Dann kann man einstellen, dass dieserjenige Dino alle mag. Und dann, warte mal, das ist jetzt ein bisschen verwirrend. Er mag alle? Er mag keine nicht. Ist das nicht das Gleiche? Okay, den Unterschied verstehe ich auch nicht. Ist das das Gleiche? Mag alle? Mag keine nicht. Okay, erklärt mir auch gerne den Unterschied in den Kommentaren. Sorry, wenn ich hier nicht alles weiß. Aber ja, zusammen lösen wir das schon in den Kommentaren, die Rätsel. Und noch eine super interessante Funktion, denn man kann jetzt einstellen, dass sich Sachen instant aufbauen, also direkt aufbauen und auch zerstören lassen. Weil sonst war es ja immer so, wenn man ohne Mod gespielt hat, dass man trotzdem warten musste, bis die Gebäude errichtet wurden. Und jetzt werden die halt direkt errichtet im Sandkastenmodus und auch zerstört. Ist natürlich auch super praktisch. Und ja, Leute, das waren alle Infos über das neue DLC und über das Update 4. Ich finde die beiden Sachen richtig, richtig cool. Also alle 4 Dinosaurier aus dem DLC gefallen mir richtig gut. Und auch das Update 4, dafür, dass es kostenlos ist, wieder mega viele coole Inhalte. Das heißt, wenn ihr euch das DLC nicht holt, habt ihr trotzdem die ganzen Sachen aus dem Update 4. Also das finde ich mega fair. Und ich würde jetzt auch mich sehr über ein Like freuen, wenn euch das Video gut informiert hat. Schreibt mir gerne eure Meinung zu dem Update und dem DLC in die Kommentare. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.